Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sack, Mac, Kraken, Kraken, wie auch immer. Ich war anscheinend nicht ganz ordentlich beim Umschauen. Ich habe mal nachgeguckt im Guide, weil ich gerade nicht weiter wusste und habe mir einen Anhaltspunkt gesucht, was wir machen könnten. Und da habe ich gesehen, dass es mindestens zwei Items, glaube ich zumindest, gibt, die ich beim Besenwesen übersehen habe. Und das geht natürlich gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt zurück in den kleinen Raum und schauen nochmal. Hier. Mit dem Besenwesen. Machen wir die Tür zu. So, hier, das ist nämlich schon gemein, oder? Hier, genau, hier ist nämlich Klebeband. Man kann den Schrank öffnen, man muss nur erst das Klebeband abziehen. Alter, also manchmal, oder? Ohne Scheiß. Nimm das Klebeband. So, und jetzt öffne den Spind hier. Mann ey, und jetzt nimm die Taschenlampe. So, aber jetzt bin ich noch verwirrt, weil es soll hier noch angeblich, und das wüsste ich echt nicht wo, da muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Irgendwie sollte hier noch eine Schallplatte oder sowas geben. Die wir nämlich brauchen. Die Decke können wir wirklich nicht mitnehmen. Nee. Benzinkanister, der für ein anderes Spiel ist. Bett. Ich meine, ich habe jetzt ein Klebeband. Ah, Klebeband. Wartet mal. Ich glaube, vielleicht. Ja, Leute. Genau. Ich habe doch in der letzten Folge noch gesagt, wie man mit nasser Zeitung so Kopierschutz von Kassetten weggeht. Das geht natürlich auch mit Tesafilm. Einfach einen Tesafilmstreifen über das Loch kleben. Hat genauso gut funktioniert. Das könnte sein. Ich weiß zwar dann nicht, was ich da in dem Guide gelesen habe, von wegen Vinyl Record oder irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung. Aber ist egal. Das dürfte jetzt funktionieren. Wir haben jetzt die DAT-Kassette mit dem Klebeband überklebt. Und somit dürfte die nicht mehr schreibgeschützt sein. Und jetzt stecken wir die hier rein. Und jetzt dürfte die aufnehmen. Funktioniert theoretisch. Yes, cool. Das Klebeband von der Tür. Ach, come on. Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal kurz zu Leslie wechseln. Die muss jetzt nämlich mit dem Besenwesen noch mal kommen. Weil da habe ich zufällig gelesen, dass man irgendwo Sand kehren kann. Ich habe jetzt vergessen, dass ich der anderen das Besenwesen mitgebe. Aber direkt irgendwo, keine Ahnung, in der Nähe. Also so viel gibt es eh nicht. Schauen wir mal, ob hier irgendwas auffällig ist, wo man mit dem Besenwesen... Ich meine, na eigentlich nicht, oder? Ach so, hier ist Sand, doch tatsächlich. Ja, okay, dann benutzen wir das Besenwesen. Ich glaube, da wäre ich nie drauf gekommen, in 100 Jahren nicht, dass ich den Sand hier mit dem Besenwesen wegkehren kann.
Tada, das sieht wie Solarzellen aus. Aha. Okay. Solarzellen. Tja, keine Ahnung. Solarzellen. Na gut, bringen wir beide wieder den Tempel, weil sie da atmen können. Das alleine ist schon gut. Sparen wir ein bisschen Sauerstoff. Nimm ab Helm. Wechsel zu. Mel is A. Öffnen. Knopf. Ach so, den Knopf kann ich nicht öffnen. Den Knopf kann ich nur drücken. Tada! Tschüssikowski. Ja, jetzt haben wir hier Solarzellen. Keine Ahnung, vielleicht sind die für die Bahn nachher wichtig. Vielleicht funktioniert die Eisenbahn dann nur, wenn wir die Spacebahn, die Marsbahn mit den Solarzellen oder so. Keine Ahnung. Naja, cool. Aber meine Idee, dass ich hier die Kristalle aufnehme, ist scheinbar echt richtig gewesen. Und das freut mich. Wo habe ich denn die Leiter stehen lassen? Steht die noch ganz hinten? Ja, gut. Puh. So, und jetzt passt auf, schaltet ein Rekorder, Aufnahme, drücke Kristall. Ah, jetzt hat der Rekorder automatisch zum Aufnehmen aufgehört. Okay, jetzt nehmen wir die Leiter. Das hat ziemlich sicher funktioniert. Weil, dass der automatisch in dem Moment zu aufnehmen aufhört, nachdem das Geräusch gespielt hat. Ich bin genial, Leute. So, benutze... Ich weiß zwar nicht, dass man mit dem Besen Sand kehren kann, aber wie man Audiokassetten repariert, es ist wirklich so ein zeitgenössisches Rätsel. Wenn man das heute mit irgendwie einem 14-Jährigen oder auch einem 20-Jährigen zeigt, oder? Ja, doch, klar. Der hat keine Ahnung, was für eine Verbindung zwischen einem Klebeband und einer Audiokassette besteht. Der wüsste wahrscheinlich nicht mal, was für eine Verbindung zwischen einem Kugelschreiber und einer Audiokassette steht. Die vielleicht noch viel wichtigere. Vor allem diese eckigen Pelikan oder so Stabilos, die sind perfekt gewesen, um Kassetten wieder aufzurollen. Naja. Benutze Leiter hier. Benutze Leiter bitte nochmal hier. Was? Spinnst du jetzt? Benutze Leiter, vielleicht weiter unten. Ah ja, jetzt. Moment mal, muss ich überhaupt da hochklettern? Kann ich es nicht einfach hier abspielen? Schauen wir mal. Schalte einen Rekorder. Wiedergabe. Ja. Das ist so cool. Okay, speichern. Das ist so cool. Ich bin stolz auf mich. Gehen wir rein in die gute Stufe und schauen mal, was uns da drin erwartet. Ein weiterer Gang im Space Temple. Ein Ankh. Nimm Ankh. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, nichts Schlimmes passiert bis jetzt. Statue, die steht da einfach und guckt blöd. Ist okay. Ach, weißt du was? Warte mal. Helm könnten wir auch abnehmen. Nimm ab Helm. Hä? Ich dachte, da war eine Tür. Nee, doch nicht. Statue. Na gut, aber wir haben jetzt das Ankh-Symbol. Den Schlüssel für da hinten. Quasi. Dann kommen wir jetzt nämlich an die beiden anderen Schlüssel, wenn die überhaupt wirklich echte Schlüssel sind. Und dieses komische Gerät. Der Maschinengerät. Da schauen wir mal, was das macht. Thank you.
Nutzen. Ank. Einsetzen. Wandtafel. Kachingo. Was bist du? Gar nichts. Okay. Großer Schlüssel und goldener Schlüssel. Der ist halt für den Bossraum und das ist für so eine normale Tür. Und eine Glasröhre. Ist das ein Teleporter? Können wir jetzt zur Erde und zurück? Können wir jetzt mit Zack auch hierher theoretisch? Fragen über Fragen. Nimm goldenen Schlüssel. Nimm großen Schlüssel. Yeah. Hoppla, der zerfiel glatt zu Staub. Der große Schlüssel ist einfach zu Staub zerfallen. Ha, interessant. Da komme ich nicht dran. Drücke Glasröhre. Öffne. Da komme ich nicht dran, sagt sie. Dieses komische Ding hier ist nix. Okay, interessant. Naja. So, jetzt weiß ich gerade auch nicht weiter, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, für was der goldene Schlüssel ist. Aber vielleicht funktioniert ja jetzt tatsächlich die Magnetbahn, die Schienenbahn, die Marsbahn, weil wir die Solarpanels befreit haben. Das wäre noch vielleicht einen Versuch wert. Oder? Ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was wir hier jetzt tun sollten, außer nochmal speichern. Speichern. Unseren Helm benutzen. Das klappt nicht. Gut, dass ich es gelesen habe. Unseren Helm anziehen und rausgehen. Schauen wir mal zur Marsbahn wirklich. Wir fahren mit der Marsbahn durch den Mars. Der Mars maßt nur für Mars, bald Mars wie ins Gemaß. Und all die Massen auf dem Marse sind für uns nur heiße Gase. Ganz recht. Geh zu Bahn. Benutze Bahn. Benutze Bahn mit goldener Schlüssel. Das klappt nicht, schade. Marsverkehrsverbund, eine Fahrt 100. Ich habe ja eigentlich eine Münze, ne? Benutze Münze mit Bahn mit Münze. Ah ja! Irgendwas ist passiert. Bahn fährt in 15 Sekunden. Aber ich weiß nicht, wie ich einsteige. Öffne Bahn. Bin ich schon drin? Gehe zu Bahn. Alle einsteigen. Nimm Bahn. Ich hoffe, ich bin jetzt drin. Ich denke schon, es passiert was. Ich hätte vielleicht zu zweit fahren sollen, oder? Naja. Kostet 100 Dollar so eine Fahrt. Wie viel haben wir noch auf unserer Cashcard? 1000. Was will man mehr? Lease. Marsverkehrsverbund, eine Fahrt 100 Dollar. Aber hier ist das Ding kaputt. Ich kann hier gar keine Münze. Aber wir haben noch eine Münze. Ja, cool. Pyramide. Sandhaufen. Ja, jetzt haben wir nämlich den Salat. Ich habe kein Besenwesen dabei. Ziehe an Helm. Los geht's. Hey, ich hoffe, wir können jetzt irgendwie die Bahn wieder zu uns rufen oder so, weil das wäre jetzt ein bisschen undoof. Undoof? Das wär sogar sehr doof. Das Gegenteil von undoof. Benutze Cashcard. Eine Münze. Ah, jetzt fährt sie wieder zurück. Guck, na dann, alles gut. Dann ist es schon gut. Benutze Münze an der Bahn. Cool. Dann kommen wir mal mit dem Besenwesen hinterher.
Hallo, kleiner Kater. Wir fahren gleich mit der Marsbahn. Ehrlich gesagt, so weit, wie das aussieht, könnten die auch zu Fuß gehen, glaube ich. Das sind vielleicht 10 Bildschirme oder so, die so groß sind wie der Autobildschirm. Und wenn es 20 sind, könnte man es auch noch zu Fuß gehen. Aber ich kenne das. Wer geht schon gern zu Fuß, wenn er auch eine super günstige Marsbahn benutzen kann? Okay, weil ich schätze jetzt mal, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass ich mit dem Besenwesen hier wegkehren muss. Das klappt gar nicht. Das ist auch... Ach doch, den Sandhaufen gibt's. Benutze Besenwesen mit Sandhaufen. Ah ja, guck. Nach einigen Minuten emsigen Fegens, nicht, dass denen die Luft ausgeht. Oh, Besenwesen? Gesundheit, es lebt! Ha! Ha! Hatschi! Ich mache nur ein kleines Nickerchen und was passiert? Ein unhöfliches Alien und ein ziemlich hässliches dazu fegt mit mir Sand. Ich bitte um Verzeihung. Welche Wesen... Manche Wesen haben echt Nerven. Ich suche mir einen anderen Planeten, auf dem es ruhiger zugeht. Okay, das war's dann wohl mit dem Besenwesen. Ein Schlüsselloch. Schön langsam fügt sich hier alles. Das klappt nicht. Nein. Nein. Der goldene Schlüssel passt nicht ins Schlüsselloch. Nein. Come on. Das ist ja seltsam. Hätten wir dann einen großen Staubschlüssel gebraucht. Huh. Da gibt's nichts zu lesen. Jetzt sind wir hier beim Schlüsselloch. Das bringt uns nichts. Und es gibt nichts außer Bahn und Pyramide und den kaputten Monolithen. Jetzt geht der Schlüssel nicht. Ah, danke, das genügt. Ach, Manno, das ist echt jetzt sehr schade. Naja, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber irgendwie geht's vorwärts. Macht's gut. Bis dann. Ciao.